Natürlich, liebe Schwestern und Brüder, haben diese Worte des Evangeliums, wie auch der Lesung übrigens, etwas zunächst Dunkles und Einschüchterndes. All das wird geschehen, ist schon geschehen und wird geschehen. Noch einmal, wir dürfen die Worte des Evangeliums nie einschließen in ihren historischen Kontext. Darin verlieren sie sich. Darin haben sie zunächst ihre Gültigkeit. Aber wenn wir es dabei belassen, verlieren sie sich. Jedes Wort des Evangeliums, sei es noch so schwer verständlich oder dunkel, hat eine ganz eigene Kraft und entfaltet diese Kraft in der je eigenen Zeit, bei den Menschen, zu denen Christus spricht, auch zu uns. Es hat etwas Einschüchterndes, was uns Jesus hier sagt im Evangelium. Und wenn wir weitergehen nach vielleicht Angst oder Einschüchterung, merken wir, dass wir vor einem Paradox stehen. Angst, ja. Aber genau wenn diese Angst uns am meisten packt, sagt Jesus, dann sollen wir unser Haupt erheben. Dann sollen wir Hoffnung haben. Es gibt ein sehr schönes Wort von Friedrich Hölderlin, das ganz aus dem Evangelium abgehört ist und in einem sehr schönen Wort zusammengefasst ist. Er spricht es aus in seinem Patmos-Hymnus. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ein zutiefst christlicher Satz. Und wir sollten ihn eigentlich zu unserem eigenen machen. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Gott ist uns immer nah. Und doch nicht so, wie wir das vielleicht gerne hätten. So dass wir Gott jederzeit brauchen, benutzen oder einschalten können, damit Gott funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Das wäre kein Gott. Nahe ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.